Okay, jetzt müssen wir ganz schnell zurück. Erstmal hier hin. Ist natürlich auch wieder einer. So. Jetzt hier wieder hoch. Da drüben ist die Belagerungsbestie. Die können wir vielleicht von dem Turm oder auch von dem Turm erreichen. War hier noch einer? Ne? Ist hier noch einer? Ja. Gut. Und wieder hoch. So, hier auch. So, da drüben müssen wir hin. Ich glaube, wir nehmen doch lieber den etwas längeren Weg. Der ist dafür aber sicherer. Und diese Kamera, die ist etwas nervig zum Teil. Nun nimm den doch mal ein, Junge. Ja. Ich hoffe, der wurde jetzt nicht gehört. Da drüben ist die Belagerungsbestie. Hier läuft keiner rum. Da drüben aber schon. So. So viele Pfeilkämpfer hier. Du gehörst jetzt auch zu mir. Ich frage mich, wie eine Welt unter Ork-Herrschaft aussehen würde. Das seht ihr doch schon. Wir leisten hier gute Arbeit. So. Wir erschaffen ein besseres Mittelerde. Aha. Für zusätzlichen Schaden. Toll. Müssten wir hier mal wieder runter? Hier irgendwo? Da? Na gut. Na denn. Geht grad nicht? Warum nicht? Warum geht das nicht? Warum geht denn das nicht? So, rein. Dann einen Kopf. Jawohl, die ist gebrochen. Und drauf. Okay. Jawohl, Ziel erreicht. Raum. Den nehmen wir auch gleich mal um. Wie, keine Munition? Da braucht man Munition? Dann bringen wir sie mal um.
Belagerungsbestien. Sie sind so willkürlich. Und jetzt bin ich mit dem Zerstören dran. Ja, ganz doof, oder? Kann er brennen? Weiß ich gerade nicht. Kann er, aber ist nicht sonderlich davon beeindruckt. Eine Explosion! Hast du schon mal mit vor? So, du gehörst jetzt zu uns. Hier war noch irgendwo ein Kollege. Da drüben. So. Gut, den Typen müssen wir umnieten. Toll. Hat ja mächtig gut geklappt. Und jetzt haben wir keine Elbengeschosse. Weil wir die ja für die Belagerungsbestie unbedingt opfern mussten. Tolle Quest. Ja. Doof, Mensch. Keine Pfeile in Sicht. Ja, toll. Natürlich. Dass man bloß die ganze Festung gleich anfängt zu bimmeln. Alter. Satalion. Da drüben haben wir. Da drüben sollen irgendwo Pfeile sein. Wahrscheinlich genau in der Kampfgrube. Ah, da ist er. Da waren, glaube ich, auch welche. Na los, hoch, hoch, hoch. Für bessere Sicht. Das ist doch nicht wahr. Da oben. Da sind Elbengeschosse. Die nehmen wir gleich mit. Junge. Junge. Alter. Junge. Was macht der denn? Also, weißt du. So ein bisschen unbeholfen ist er zum Teil. Unser toller Held. Ich kümmere mich schon, oder? Nee, noch nicht. So, jetzt gehört er auch zu uns. Der sieht uns nicht. Auch nicht weiter schlimm. Jetzt kann es uns sehen. Ist der schon wieder feindlich da drüben? Was soll denn der Quatsch? Den habe ich doch gerade eben. Den habe ich doch gerade eben eingenommen. Was soll denn der Blödsinn? Zurück an dir! Also weißt du, manchmal. So, mal gucken. Steht hier gerade irgendwie praktisch? Ja, geht so. Ja, das tut ihm überhaupt nichts. Auch jetzt schon da. Eine Runde. Zeig mir dein Gedärm. Er nicht so. Du bist dran. Er nicht so. Nee. Nee, sorry, gerade kein Bock. Geht gerade nicht. Ja, doch. Das geht wenigstens. Guck mal, wie wenig Schaden unsere Pfeile dem machen. Na, festnageln können wir, das ist doch schon mal was, aber... Und jetzt schon wieder so Schildträger um sich und Axtkämpfer. Na, das ist... mächtig unschön. So, wieder hoch. Wieder nur noch ein Elbengeschoss übrig.
ist, klettert da runter. Das dauert eine Weile, weil der ist dann doch extrem stark. Tja, Ja, nee. Das möchte ich gerade nicht eingehen, das Risiko. Obwohl, warum nicht? Das Dunkel durchbohrst du nie. Doch, doch, das geht schon. So. Ich weiß nicht, ob die hier nicht hochkommen. Gut möglich, ne? Dann terrorisieren wir mal, aber ich glaube nicht, dass das bei ihnen so viel was bringt. Natürlich. Natürlich. Das war jetzt nicht so toll. Keine gute Idee. Oh. Da ist keiner, da ist er. So, Gesundheit ist wieder aufgefüllt. Ja, ich weiß, wir könnten Hinrichtung versuchen, aber... Klettert er wieder runter. Oh. Dieser Dusch. Ich möchte auch nicht unbedingt eine ganze Folge mit der Bekämpfung von dem Typen da brauchen, aber... Ich glaube fast, es geht nicht anders. Brauchen wir uns doch wieder Elbengeschosse. Warum wird nur der markiert? Warum wird der nicht markiert? So weit weg, war. Nein! Ich zerstücke dich! Gut, das geht. Gut, und der weg. Dies ist das Herz von Ja, tolles Herz. Echt schick. Das nehme ich euch bald weg. So, hier hoch wieder. Und wieder drauf. Zack. Und wieder zurück. Und jetzt stirbst du. Nee, noch nicht. Hat noch keine Zeit dazu. Ich habe auch so viel zu tun. Ich kann auch nicht sterben. Das geht nicht. Der da drüben. Der sieht so aus, als ob er noch nichts mit uns zu tun hat. Deswegen nehmen wir den auch gleich mal ein. So. Und mit dem letzten Pfeil. Erstmal festnageln. Das macht nichts, alles gut. Und er ist gebrochen, aber ihn nur zu brechen, das reicht nicht. Mein Oberherr will, dass du weißt, dass er deinen Tod genießen wird. Ach ja. Und dass er ihn qualvoll macht. Ja. Qualvoll. Ja, ja. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Ich weiß, dass du zu tun bist. Du ziehst dich nirgends hin zurück. Du wirst jetzt erstmal elendig sterben. Du stirbst jetzt. Ja. Na los, schick mich in die Dunkelheit. Du wirst dich mir bald anschließen. Meinst du? Ciao. Getrennt. Alter. Also hier war der wesentlich leichter als bei den Minen dort hinten.
So, 50 Münzen. Und eine neue Kutte. Also einen neuen Brustpanzer. Wo war denn hier? Da hinten. Da nicht? Ach, da oben. Oh. Ach, komisch. Das macht er jetzt ganz easy. Von unten nach oben auf die Seite springen. Aber wenn er von oben nach unten mal irgendwie mal auf dem Seil landen soll, dann macht er das einfach nicht. Gut, hier war aber noch irgendwo einer. Der hat sich doch noch dazugesellt. Wo ist denn der hin? Das war doch dieser... Da. Da ist er. Na, den holen wir uns natürlich noch. Das ist nämlich der, der uns noch nicht bekannt ist. Dem wir... Der einzige, den wir noch nicht eingesammelt haben. Ja, das macht nichts. So. Krakon. So, kränklich. Fernkampf, Hinrichtung, Feuer. Gut. Bei der Gelegenheit können wir auch gleich noch die Elbenschosse noch einsammeln. Die hier irgendwo wahrscheinlich in der Kampfgrube da unten rumgammeln. Natürlich. Nein, Duell. Nein, gerade nicht. Was? Blut doch gar nicht. Erzähl doch nicht so ein Quatsch. Ach, hier. Ja. Wo war er jetzt nochmal? Habe ich den wieder aus den Augen verloren? Ist gerade nicht so toll. Wo war er denn? Nirgends? Hä? Wie denn das nun? Ich habe etwas gesehen. Nee, hast nichts gesehen. Alles gut. Der war doch da irgendwo. Da hinten war er doch. Der ist hier nirgends mehr. Das finde ich jetzt aber ein bisschen ungünstig. Okay. So. Wir hinterlassen echt bleibende Eindrücke bei dem. Die Ursache dieses Geräuschs. Hier ist er auch nirgends. Tja. Das ist ja ein bisschen doof. Dann gucken wir mal auf die Mappe. Der muss ja hier noch irgendwo sein. Aber hier ist er nirgends. Also gucken wir mal in den Armeebildschirm. Armee. Das war... Dieser war das nicht. Der. Sie markieren. Nicht, dass der uns noch in den Rücken fällt, während wir hier gerade die letzte Festung dann angreifen. Ach, jetzt ist der da hinten. Da hinten. Nein. Oder? Sundikrähe? Wohl Sundikrähe? Nö. Nee, gut, dann nehmen wir jetzt Bastionen ein hier. Würde ich sagen, oder? Sonst haben wir nichts mehr offen. Obwohl doch, eins machen wir noch vorher. Wir holen erst noch das Artefakt. Und laufen dann zur letzten Festung, um sie endlich einzunehmen. Damit wir hier aus dem falschen Gefilde mal rauskommen. Oh, gut, da können wir wahrscheinlich nicht rüberspringen. Der Hauptmann hat mich gestern angerufen. So, und hier hinter liegt das Artefakt. Jawohl. Und einsammeln. Fähigkeitspunkt. Oh, jetzt wissen wir zumindest, was das vollständig einsammeln. Es gibt keine Zwerge in Mordor. Auf den ersten Blick scheint das Land passend für sie. Viel Stein zum Bearbeiten und Erzadern zum Abbau. Dieser Schild gehörte einem Zwerg aus einem anderen Zeitalter, der nach Mordor kam. Allerdings weder als Handwerker noch als Bergarbeiter.
Nun, da Minas Ithil die Orks nicht mehr in Mordor halten kann, werden die Zwerge wieder Hammer und Meißel niederlegen und ihre Schilde aufnehmen müssen. Ja, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr schickes Schild. Doch, wirklich. Voll geil. Zwar ein bisschen kaputt, aber voll geil. Toll. Was ich sagen wollte, ist, dass ich jetzt endlich weiß und wir endlich wissen... Ein Zwergenschild. Aber wo sind die Zwerge? Zweifelsfrei tief unter der Erde. Schätze horten. Ja. Was ich sagen wollte. Jetzt wissen wir wenigstens, was es bringt, die ganzen Artefakte zu sammeln. Es ist ein zusätzlicher Fähigkeitspunkt, aber kein Stufenaufstieg, wie es aussieht. Moment, können wir nicht hier irgendwie schnell reisen? Nee. Nee, sieht nicht so aus. Und ich sehe leider auch nicht, wo man durchkommt, aber wahrscheinlich hier lang. Soll heißen, geradeaus etwas rechts halten. Ich habe ihn gesehen! Das war das! Du entkommst mir nicht! Den erwische ich noch früh genug! Ja, eher nicht so schön. Dann müssen wir da hinten durch. Dann müssen wir hier einmal drumherum rennen. Lennen. Oh, oh je. Karagor. Oh, Alter. Ist links und rechts. Lauf doch. Mensch. Natürlich. Macht ja so viel Sinn. Bei Flucht sich erstmal ins Gebüsch zu schlagen. So, lass dich schmecken. Ehrlich? Mein Karabor. Das brauchst du jetzt nicht mehr. So, was haben wir da hier noch? Ich hole gleich meinen nächsten ein. Cool. So, und da sind wir wieder. Dann. Ja, die kümmern sich darum. Cool. Dann erobern wir jetzt Gashgor. Oh, dafür brauchen wir noch ein paar mehr Einheiten. Das ist Maschinenstamm, ganz, ganz toll. Grabwandler, tralala. Stufe 80, ja, sehr schön, aber... Lagerungsverbesserung. Ah, jetzt gemacht. Gut. Gefolgsmann zuweisen. Den nicht, den schon. Haben wir noch andere, die etwas höherrangig vielleicht noch sind? Asako, der Ertrunkene, der weiß. Hier, Lorm der Wall. Lorm der Wall, der ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Turnstufe 35, okay. Sprengmeister. Karagor. Olokai sind cool. Die sind kräftig, aber nicht unbedingt gegen Oberherren, glaube ich. Hier nehmen wir mal Sprengmeister. Wilden Stoßtrupps. Schwere Schildträger. Jäger verstärkt sie mit ihrem Wurfspiel insbesondere ein bisschen aus der Ferne durchbohren. Das ist vielleicht auch nicht so das Schlechteste, aber wir brauchen eigentlich keine Bestienjäger dabei. Dann nehmen wir einen Jägerhort. Ja, Belagungsbest, obwohl nee. Sie treffen uns ja bloß immer. Gift. Ja.
Lähmendes Artilleriefeuer. Das klingt gut. Was haben wir hier noch? Kriegsrauch. Kriegsrauch unterstützt gewaltige Bestie von furchtbarer Zerstörungskraft. Ja, das wissen wir. Tödliche Spinnen. Ein Drache. Drachenfeuer unterscheidet nicht zwischen Freund und Feind. Ja, das weiß ich auch. Ein wilder Drache. Wäre cool. Wäre echt cool. Aber ich bin eher für Spinnen gerade. Wir nehmen die Spinnen. Oder können wir noch was anderes noch nehmen? Nö. Wir können zwar viel dazu kaufen, aber wir können alles kaufen oder machen. Wir müssen uns aber für eins entscheiden. So, hier noch. Und hier noch. Zack. Und den noch. Zack. Und das war's. So reicht ja auch, ne? Gut. Gut, gut. Oder haben wir hier noch einen anderen? Haben wir noch einen besseren? Ich weiß es gerade nicht. Ja, ja, nee. Nee, das können wir so lassen. Das passt. Das passt. Einmal Eskappe. So. Und was haben wir hier? Nicht mehr so viel. Ich würde gerne wissen, wie man, ob man noch mehr über den herausfinden kann, aber scheinbar nicht. Dann starten wir das Ganze mal.